Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, liebe Abonnenten und herzlich willkommen zum nächsten Teil von der Welle Quest Farm, der neuen Update-Version. Welche Nummer weiß ich jetzt nicht, aber ihr wisst ja selber, müsst ihr bloß bei Modhaus nachgucken. Die wurde auf jeden Fall am 13. Oktober geändert, ja. Da seid ihr auf dem Laufenden. Da starten wir mal, unser Diesel ist da drin, geht nicht verloren. Und den gehen wir jetzt mal irgendwo parken. Das muss ich mir mal ganz kurz überlegen, weil da wo ich die vorher abgestellt habe, geht ja nicht mehr. Das muss ich mal, ich weiß das eigentlich so. Da haben wir schon ein riesen Werkstatt hingebaut. Deswegen werde ich das mal da hin abstellen, das ist mein Containerparkplatz. Ja, mein Gott. Ja, das passt doch alles, das ist soweit. Da holen wir den jetzt noch mit Wasser raus, so gucke ich den rauskriege. Der auf jeden Fall sehr schön, wenn er sich denn da reingesetzt hat. Dann bin ich ja froh, dass ich mich noch mehr abgestellt habe. Einmal rüberziehen. Also, das sieht gut aus. Fenster ist irgendwo. Ja, ist gut. Jetzt stellen wir es daneben dran. So, und in die Garage. ein Ballon. Einmal Fahrzeug wechseln. Und zwar den da brauche ich, den guten. Ach Gott, um größten Matsch doch muss ich da jetzt drehen. So, ja, jetzt kommen wir zum nächsten Test, würde ich mal sagen. Zum nächsten Experiment. Ich brauche jetzt mal die Zugmaschine. Und da fahren wir jetzt mal fröhlich zum Händler.
Ja, am Samstag hatte ich schon gedacht, jetzt ist mein Laptop kaputt, jetzt hat sich verabschiedet, weil ich habe ihn abgebaut. Ich habe so ein kleines Tischchen, ein Campingtischchen, wo er drauf liegt, den ganzen Zubehör. Stell ihn an die Seite, aber nicht nah genug an mein Regal. Und als meine lieben Katerchen meinen, die mit dieser Pfanne spiele, rumreibern, sprang mein Feuri, ein rotgetigerter, mit einem Satz auf den Campingtisch und bremste auf den Tisch und brachte natürlich den Tisch zum Umkippen. Da knallte alles auf den Boden. Da habe ich echt gedacht, so, das war's, jetzt ist mein Laptop am Arsch. Aber es funktioniert noch, seht ihr ja, Gott sei Dank. Ja, kleine Karte. Das war nur Scheiß. Ja, da kam jetzt auch ein neuer Mod raus. Irgendwas mit Blue, noch irgendwas von der Black Panther Group, die auch diesen Ölmod rausgebracht haben. Den Ölmod finde ich ja super. Motor braucht Öl und so weiter und so fort. Aber dieses für Traktoren oder halt auch für andere Dieselfahrzeuge, ja, wie soll ich sagen, da weiß ich nicht so recht, was ich davon anhalten soll. Also den werde ich auch nicht drauf machen. Also so penibel bin ich jetzt auch nicht. So, da haben wir den Kotte, den knallen wir jetzt mal voll mit Diesel. Und dann werden wir mal probieren, ob wir das abladen können. Denn manchmal kommt es echt auf die Fahrzeuge an. Das ist zwar absolut lächerlich, aber ist so. Ich habe gedacht, dieses HKL-System, IT-Warner-System, reicht aus. Nö. Seht ja, Scheißebach ist es. Entschuldigung für die Ausdrücke, aber ist es so. Das ärgert einen ungemein. Das ist genauso wie mit der Mining und Construction Economy, wo jetzt gerade der gute McManus zum Beispiel spielt. Da freue ich mich schon auf die Folge, wo der sich die Zähne ausbeißt. Aber was soll ich dazu sagen? Selber schuld. Besser mal einen Clip angucken von anderen YouTubern, die nicht so viele Abonnenten haben wie er, Mr. Großkotz. Ja, Entschuldigung, ich bin einfach stinkig auf diesen Typen. Ich habe den früher verehrt und gut gern angesehen und so, aber der baut ab. Tut mir leid, der baut ab. Auf jeden Fall ärgert man sich zu Tode, wenn man denn seine Clips jetzt anguckt, da kommt es einem so vor, als hätte er von null eine Ahnung dabei. Ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Spielt der LS eigentlich schon seit 2013 und bringt auch regelmäßige Clips, da kann man ein bisschen erwarten, ja, das war zu weit, dass er das auf die Reihe kriegt, aber ja, was soll ich dazu sagen, wie gesagt, mal besser über andere Clips angucken und nicht so stur sein, nur er ist der Beste, nur er kann, ja, geht rein. Wie gesagt, da kann ich nur sagen, selber schuld. Wie gesagt, bei der Mining Construction Company, da ist halt, wie gesagt, dieses Teer, wo auch Tar genannt wird. Und man kann wirklich diesen Teer wirklich nur mit diesem Auflieger, mit dem Kottelsystem abholen. Fragt mich nicht, warum es so ist. Es ist halt so. Ich kann auch nichts dafür. Ich habe auch, bevor ich die Map-Vorstellung gemacht habe, alles ausprobiert. IT-Runner. Sogar den von Castor, wo richtig nur für Öl und Teer eigentlich geeignet ist und so weiter und so fort. Nichts ging.
es ging wirklich nichts. Also ich bin da selber mal wahnsinnig geworden. Das darf doch wohl nicht wahr sein. War aber leider Gottes so. Was soll man da machen? Traurig, aber wahr. Wie gesagt, für Thea nur den da. Kannst du nur noch mal wiederholen. Wie gesagt, der gute McManus, ich freue mich auf die Folge, wo der sich die Zähne ausweist, wo er wieder Hilfe schreit, nach den Kommentaren schreit, bitte schreibt doch mal einer in die Kommentare, was man da machen kann. Und beantworten tut er keinen einzigen Kommentar. Er liest ja angeblich jeden, aber naja, was soll ich da dazu sagen? Wenn ich dann noch solche vollgeschreiben Vollpfosten-Kommentare lese, wie du bist der Beste, du bist echt super. Entschuldigung, Leute, wird mir schlecht. Er war mal super, er war mal echt gut. Wo er noch Clips machte mit dem Sachsen-Let's Player, wo er sich mit dem zerstritten hat. Die haben sich zerstritten, da gibt zwar keinen Kommentar ab und so und tut so und sind ja ganz normal, was weiß ich wie, getrennt oder so, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, habe ich das kommen sehen, dass die irgendwann mal getrennte Wege gehen, aber egal. Ist nicht mein Problem. So, nächster Versuch, Diesel nochmal ans Asphaltwerk. Geht's jetzt oder es geht nicht? Das liegt davon aus. Außerdem habe ich gerade so viel Diesel drin, ich könnte auch meine eigene Hoftankstelle beliefern, Gott. Das werde ich auch machen. Weil irgendwann, so in den nächsten 5 Folgen, sage ich mal, werde ich mich jetzt noch mit Beton und Asphalt beschäftigen und so weiter und so fort. Aber dann werde ich auch mal ein bisschen Landwirtschaft zwischendurch machen, dass man auch mal Holzpaletten produzieren kann oder eben auch Wein und Bier. Machen wir mal Alkoholsaison, Wein und Bier. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nochmal 2 Projekte vor. Die Goskova werde ich beerdigen, da mache ich nicht mehr weiter, seid mir da nicht böse. Ich werde stattdessen eine andere Map nehmen, wo ich auch auf Nostalgie mache, den 80er Jahren oder 70er Jahre entsprechend, aber ohne Produktion. Das wird eine Map sein, die rein auf Landwirtschaft beruht. Ja, ich kann nur einen Tipp geben, es ist eine Map, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, kommt aus meiner Heimat, deswegen spiele ich die auch. Und das zweite Projekt, wo noch Feuer stattfinden wird, wie gesagt, die ist wieder auf Produktion, aber eine ganz besondere Produktion ausgelegt, da ja bei der Goskova die Fischzucht nicht funktionierte. Deswegen wird Goskova nicht mehr weitergespielt. Auch wenn es einen schönen Puff hatte. Nee, wie gesagt, lassen wir. Oder ich habe die jetzt nicht gelöscht. Ich habe die einfach nur abgespeichert. Wie gesagt, auf Eis gelegt. Ich sag mal, vielleicht gehe ich mal wieder dran irgendwie. Weil ich spiele ja auch so privat, ohne Aufzeichnung, noch andere Maps. Wie gesagt, die Internet Load will ich mal ausprobieren. Mache ich aber jetzt kein Let's Play draus. Oder eben auch die Hofbergmann. Das sind halt Maps. Da müsst ihr Verständnis haben, da stürzt sich dann jeder Let's Player drauf, aber ohne Ende. Ich habe ja schon mal gesagt, ich suche mir Maps raus, wo eigentlich kaum einer spielt. Damit ein bisschen das Interesse geweckt wird. Wie gesagt, dass der McManus jetzt urplötzlich mit dem Freezy die Meaning Construction spielt, hätte ich auch nie gedacht. Weil sowas hat den Scheiß interessiert vorher, absolut null. Und jetzt urplötzlich kommt er auf den Trichter. Naja, egal. Das muss mal gut sein. Ich mache halt keine Maps, wo sich jeder drauf stürzt, wo jeder spielt. Da gehört die Hofbergmann dazu. Die wird natürlich jetzt jeder zocken wollen und so. Oder eben auch eventuell die Internal Loaded. Ich beobachte das selber bei YouTube. Und wenn ich dann merke, oh, da, das kann man mal machen, dann ist es halt so und ich mache dann was draus.
Ich sage, ich bin Neuling, ich mache selber viele Fehler. Ich habe immer noch kein Profi-Equipment, da ich jobbedingt nicht gerade Millionen verdiene, werde ich halt dann ein bisschen warten. Es funktioniert! Hurra! Also liebe Leute, so wird das genannt. Valley Crest Farm. Der Diesel beim Asphaltwerk kann nur mit dem Kottenpark geliefert werden. Ihr seht, guckt hin, es geht. Diesel wird eingefüllt. Moment, da steige ich noch kurz aus. Lauf mal kurz um den LKW. Hier ist eine Mauer umgefallen. Hoppala, ja, wunderbar. Und rein die Kacke. Wunderbar, okay, freut mich. Super. War keine Schlauchanimation, aber ist auch wurscht. Brauchen wir nicht. Gut, ist das abgehakt. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt reingeht. 30.000 packt dann der Kotte leider nur. Finde ich auch ein bisschen arg wenig. Deswegen habe ich mich ja bei den IT-Runner entschieden, weil der 40.000 packt. Aber lass mal gut sein. Mein Gott, muss man halt mehrmals fahren. Ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Hauptsache, es geht rein und das funzt. Ich fahre jetzt noch gleich zum Shop, stelle den Erdfeuer bei der Raffinerie ab und nehme dann, ich habe noch mal das gleiche gekauft, aber für Wasser, der ist dann blau. Das wäre auch mal cool, wenn die zum Beispiel mal noch rausbringen würden, dass diese Auflieger oder auch Anhänger, da gibt es ja verschiedene Arten, beschriftbar wären. Zum Beispiel Shell oder was weiß ich, Aral, das würde schon reichen oder so. Oder Wasser oder so irgendwie. Das wäre echt cool. So, 30.000 Liter sind drin. Freut mich jetzt richtig, es hat geklappt. Ach, ich liebe LKWs. Das ist wie den LS. Hurra, hurra. Das Einzige, was ich noch nicht verstehe, ist, warum, egal was ich drauflade, dieses Cat-Pack oder Cat, alle Fahrzeuge von Caterpillar, also Cat, funktionieren nicht. Die erscheinen zwar im Shop, aber die Iowa, wo das Kaufsymbol signalisiert, arbeitet sich zu Tode und ich kann es nicht kaufen. Und ich sage, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keinen blassen Dunst. Wie gesagt, jetzt kriege ich mal raus. Ich habe auch schon gegoogelt, ich habe auch schon eingeschrieben, bei YouTube geguckt und so, woran es liegen könnte, aber da findet man leider Gottes nichts. Ah, da ist das Sägewerk. Muss ich noch mal kurz rüberfahren. Da ist das Sägewerk. Ja, das wird man auch mal in Betrieb nehmen. Deswegen habe ich ja schon diesen Scorpion King gekauft und den Holztrailer getötet. Ja, wie gesagt, die Folge ist gleich zu Ende. Ich fahre jetzt den noch schnell zur Raffinerie, stelle den ab. Und dann, wie gesagt, hole ich den Wasser. Wo kriege ich also Wasser her? Haben wir gar nicht drum gekümmert. Gut, kein Thema. Notfalls habe ich meinen Bescheißerl im Mod. Ist halt so. Was da? Glaub ich doch nicht rumgesucht, da bin ich das Wasser. Ist so überall Wasser, aber es wurde leider noch nicht beschriftet, wo ich da Wasser kostenlos entnehmen kann. Weiß ich leider nicht.
So, da ist die Raffinerie. Mal kurz einbiegen. Die produziert ja fröhlich, die ist von Power. Gut. Da befüllt sich von alleine, einmal abhängen. Ja, das ist doch nicht klar, dass ich die Chance bringe. Ja. Das war echt toll. Schlag ein und verpiss dich da. So. Und jetzt noch schnell zum Händler. Und so einen Auflieger abholen. Und bei der nächsten Folge suchen wir Wasser. Da suchen wir Wasser. Glucki glucki Wasser, wo ich kein Wasser mag, nur zum Waschen und zum Kochen. Weil pures Wasser kann ich nicht trinken, das fließt mit dem Magen rum. Es sei denn, es hat draußen 50 Grad im Schatten und ich seit 3 Stunden nichts getrunken, da trinke ich auch mal einen Schluck Wasser. Absolut kein Thema. Aber so trage ich kein Wasser. Ich bin Cola-Mix-Trinker und da bleibe ich auch dabei. Ich trinke auch kein Alkohol, ich bin Anti-Alkoholiker. Ich trinke mal, wenn ich auf einer Feier bin und hundertprozentig weiß, ich muss nicht fahren, trinke ich mal Likörchen oder auch mal Radler, das ist kein Thema. Ich bin gerade zur Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, süchtig nach einem Getränk. Das hat meine Freundin entdeckt. Und zwar ist das von Krombacher eine Fassbrause. Normal bin ich kein Fan davor, aber das kam jetzt ganz neu scheinbar raus. Es ist eine Cola-Mix-Fassbrause, also Cola-Mix, ganz normal, wie man es kennt, mit halt, was weiß ich, was Fassbrause eigentlich ist, also eine Art wie Wein oder was, aber keine Ahnung, hier, wesentlich. Aber Leute, das schmeckt so saugeil, das schmeckt sowas von saulecker, das glaubt ihr nicht hier, ich bin da richtig süß danach. Das kostet ein Sixpack fast 4 Euro, ist also ganz schön teuer, Krombacher ist eigentlich auch keine schlechte Marke und so. Aber es ist wirklich lecker hier. Ich kann es euch nur mal empfehlen, wenn ihr das irgendwo seht, erwischt, probiert's mal. Also ich bin wirklich süchtig danach. Jeden Abend trinke ich ein Fläschchen zum Feschbock oder zum Abendessen, egal wie. Auch wenn meine Freundin da ist, die ist ja alle 14 Tage bei mir. Und dann kochen wir zusammen und dann, sie trinkt das nämlich auch sehr, sehr gerne. Sie ist eh so ein Fassbrause-Fan und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich nicht so sehr, aber das schmeckt toll. Gut, liebe Leute, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hat es euch gefallen, lasst einen Kommentar da. Lasst nichts da, wie ihr wollt. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Und ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.